So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Saints Row the Third. In der letzten Folge haben wir alle Aktivitäten, die wir bisher haben, abgeschlossen und können uns auch heute mit dem guten Pierce, mit den Deckers sterben, beschäftigen. Und müssen unsere Kids ins Versteck begeben. Pierce, you know if that chair thing is ready yet? I don't know. Why ask me? Talk to Kinsey or Oleg. Cause you, I can understand. I think they said they'd be done pretty soon. We could probably head over whenever. Alright, see you when I get there. Oh, der Wasabi, der ist ja wieder sehr schwerfällig mit dem Fahren. Oder? Na gut, jetzt gewinnen dann Geschwindigkeiten, aber gut, das wird dann, denke ich, mal ein 5-Minuten-Weg werden. Wenn wir jetzt über den Weg noch ins Sportauto über den Weg fahren sollte, dann nehmen wir natürlich den Sportwagen. Aber gut, wir hätten auch diese komische Kehrmaschine, dieses Care-Auto haben können. Da hätte man dann 20 Minuten gebraucht, um zu Kinseys Versteck zu gelangen. Ist ein bisschen schade, dass man hier wirklich keine Schnellreisefunktion hat. Das würde einige Wege ersparen, obwohl es ist ja auch manchmal lustig, wie die KI hier fährt, ne? Hatten wir in den letzten zwei Folgen ja gesehen, dass die einfach hier, gucke, ne, hier fängst du mal an. Und dann ich die Doofe und die Blöde und dann werde ich von der Polizei oder von diesen Stack-Leuten gejagt. Obwohl ich nichts dafür kann. Ich fahre ordentlich. Ich fahre zwar über rote Ampeln, aber trotzdem bin ich an sich ein gewissenhafter Autofahrer in diesem Spiel. Ich tue ab und zu mal ein paar Autos rammen, aber ich fahre immer vorausschauend und nicht so wie der hier. So, der hätte ja mal blinken können. Ich blinke immer vorbildhaft. Und der hört extrem laute Musik. Nein, okay, und ich überfahre halt auch ein paar Männchen, ne? Aber das gehört einfach. Es ist so Berufsrisiko, dass man mit solchen Sachen dann leben muss. Oh. Hä? Oh nein, jetzt habe ich dieses Reifengeräusch. Oh. So, Kinsey, ich bin da. You ready to fuck things up in virtual reality? Save for them being shot at. You can survive a gunshot. But if your mind takes too much shock in this chair, you'll go brain dead. Great plan, Kinsey. I know. You ready? Let's do it. Ach du Heiliger. Oh, ich will eine Toilette. Cool. Alright, you should be seeing a visual representation of the Decker Usenet now. Kinsey, why am I a toilet? Oops, sorry about that. Let me load up another. You have a plan, yes? I haven't finished your avatar yet. That one's just temporary. I could use some arms at least. Just start moving through the data. I'll sort it out soon. Okay. Alright. Immerhin habe ich... Kinsey, perhaps you and I should have a talk. You're complaining, you big baby. Fucking imbecile. Bam! Oh, das sieht cool aus. Good, because Matt sniffed me out. This is my world to shape as I see fit, not yours. Alright, looks like Matt doesn't want you poking around here. You'll have to work your way through his defenses. Let's take down the firewall first. You are the boss here, Kinsey. What is the firewall? It blocks us from accessing the Decker's data. You'll know when you see it. So. Ah!
Warum muss ich denn immer so rumschwimmen, wenn ich getroffen werde? Müsste so langsam mal gewohnt sein. In my world, the rules can change. What is happening? It's altering the world's reality there. You'll just have to deal. Fighting me is suicide. Boah, Junge. Ey! Ihr Biester. Ey, hallo. Hat noch nicht ganz. Boah. Alter. Ist mir jetzt egal. Mach's einfach so. I don't care. Oh Gott. Any help, Kinsey? And ruin it for you? No way, you gotta figure this out on your own. If you say so. Du erwachst und findest dich auf kalten Steinplatten wieder. Als du aufstehst, bemerkst du, dass das kleine Zimmer von zwei Fackeln beleuchtet wird. Im Norden befindet sich eine Tür, im Süden ist ein Loch in der Wand. Was machst du? Nimm eine Fackel. Du ziehst die Fackel aus der Wandhalterung und öffnest die Tür. Vor dir erstreckt sich ein dunkler Korridor, der sich im dichten, finsteren Schwarz verliert. Du gehst eine gefühlte Ewigkeit weiter und plötzlich bemerkst du, dass deine Fackel allmählich ausgeht. Was machst du? Laufe zurück, um die andere Fackel zu holen. Someone has a sick sense of humor. Oh, du läufst verzweifelt in Richtung Hauptzimmer zurück und stolperst über eine lose Bodenplatte. Du stürzt und brichst dir das Genick. Du bist tot. Vielen Dank für... Okay, gut. Ich nehme die Fackel. Suche nach einen geheimen Türen. Es gibt keine geheimen Türen. Was möchtest du tun? Laufe zurück, um die andere... Nee, einfach weitergehen. Du rennst vorwärts und betest zu den 31 Göttern des Diads, dass deine Fackel nicht ausgeht. Und zum Glück geht sie auch nicht aus. Vor dir weicht die Dunkelheit dem Licht. Ein bläuliches Schimmern erhält den Korridor vor dir. Du hörst das Geräusch eines großen Felsens, der auf Stein reibt. Was machst du? Weitergehen, weil ich habe ja kein Schwert und keine Magie. Während du dich auf das bläuliche Schimmern zubewegst, geht der Korridor in eine größere Höhle über. Und die Lichtquelle ist endlich zu erkennen. Der Raum wird von einem riesigen leuchtenden See erhellt. Ein Einhorn steht am Ufer und trinkt. Was machst du? Schau mir das Einhorn an. Es sieht aus wie ein Einhorn. Was möchtest du tun? Das Einhorn streicheln? Okay, Unicorn. You asked for it. Ich nehme die Fackel. Ich gehe weiter. Ich gehe immer noch weiter. Ich töte das Einhorn. Du hast gewonnen! Is it over already? I was having fun. Vielen Dank fürs Spielen von Drachen und Tränen, Teil 1 der Trilogie Wirbelnde Finsternis. I'm not going to be beaten by some noob you dragged into my world, Kensington. Okay, we're back in business. Now let's take out Matt's antivirus next. Aufs Korn! Kenzie, why am I a toilet again? Toiletten sind cool. Jeder braucht eine Toilette. Oh, da geht mir richtig auf die Nerven. Oh, da haben wir ja noch jemanden. Are we having connection issues? He's bombarding us with data. I'll try blocking it. Oh, ich sterbe, oder? Oh! Bitte alle Deckers. Ja, wie lustig seid ihr denn drauf? Wie soll ich denn das machen? Ich sehe die doch alle gar nicht. I win again. Oh, ist es anstrengend. Das ist gerade richtig anstrengend. Oh.
Weil die sind immer so ein bisschen zeitversetzt. Oh! Es ist anstrengend. Wo bin ich? Ja, ich bin tot. Ja, weil ich komplett überfordert war. Wo ist das sinnlos? I think this is more fitting. Wouldn't you agree? Give me some time, I'll fix it. No hurry. He left me my weapon, so I'm good. Oh, warum bin ich jetzt schon wieder fast tot? Alter Falter. So. I'm just that awesome. Ich töte mir halt einfach alle jetzt. Da haben wir noch jemanden. Are we having connection issues? He's bombarding us with data. I'll try blocking it. Ich glaube, ich hätte am Anfang genau, dass ihr aufladen müssen. What is, am I in a tank? Just go with it. Boah. Verdammt. Ey. So. Das war doch mal einfach. Bin ich jetzt fertig? Ich möchte gerne fertig sein. Matt is playing games again, yes? I see it, I see it. Hurry up, Kinsey. I'm not liking the idea of being Matt Miller's doll. I win again. I see another wall now. Oh, wo sind die doofe Tante? Then we will have to take them down. Bin schon paranoid hier. So. How am I doing, Kinsey? Oh Gott. Ah! You like the place? It's modeled after the Nightblade Season 3 episode Rise of the Cyprian Order. Here is where the carbon base is planned from it. Wait, you modeled this shit off of Nightblade? It's an allegory for man's inhumanity to man. It's a shitty vampire show. I don't expect a chuckle butt like you to appreciate good writing. Oh nee. Nicht die Uschi wieder. What happened to the good fights? Ja, keine Ahnung, die sind nämlich nicht mehr vorhanden. Es ändert sich alles. Früher war immer alles besser, ne? Ich weiß schon. No system. How could you let Johnny die? I know you can clear this. You are just trying to make me worry, yes? Aber der hatte noch ein Smiley hingedingst. Debugge den Fehlerbildschirm, okay. Why aren't you dying? He's scared. Go to the cathedral and finish him off. The cathedral? The place with all the pipes?
I think this looks like a trap. Must be his direct feed into the world, well, as information flows through. Yeah, that's definitely a trap. Interesting. Well, it would not be polite to make him wait. Das stimmt. Easy to laugh when you're hiding like a pussy. Come on out. Glad. Oh, what the fuck? Don't you get it? I'm Gordon. That's just fine. In the real world, you're just a bitch with a keyboard. Here, you cannot beat me. You are going to talk me to death, yes? Alright, just don't die until I figure out how to copy an avatar. This is your true self. Small and insignificant. Don't worry, he's not bigger. You're just smaller. Was denn der Heini? I will trust you like an ant. Das war... Aber das sieht schon cool aus als Drache. Weiß nicht, was besser ist, wenn wir uns wirklich ganz jetzt aufladen. Glaube, oder? It won't work, Matt. I'll kill you one way or another. What are you doing? Get down. Oh, coward. You can't win. Welchen Lex denn? Ich muss ja erstmal hier. Boah, komm doch mal. Ne, ausweichen ist ein kleines bisschen. Oh, schnell. Stop fighting the inevitable. Poor boy. You still think you have a chance. Get off me and fight. Ich kämpfe doch. Welcome to lag hell. Was sind du? What? That's impossible. Gods. Most impressive, Kinsey. I like the looks of this one. So. The avatar's programming, you should have four main abilities. The sword can be used to slash at things close by. Das ist geil. And as a dragon, you have a medium range fire breath and a quick dash to evade hits. Slash, burn, flip and dash, eh? I think I can handle this. This is really cool. Ja, stirbt ihr mal bitte alle. Bei den Wachen. Hätten die eine Chance gegen mich? I don't know how you managed at Ancient Kensington, but it doesn't matter. I am God in my domain. He's back. Anything else I need to know? You're on even ground now. Should be a piece of cake. Kinsey, you know I don't understand your computer talk. Was ist denn der Heini? Hallo! Los, komm! Oh Gott, ist hier nix? Los! Nur noch ein bisschen? Nur noch ein bisschen? No, you will die.
Los, nur noch ein bisschen. I'm sure Kenzie can figure it out. I literally have the world at my fingertips. That's a little vague, Matt. Got to do better. You tell me the name of a company, and it becomes the property of the Saints. You get your empire back, and I get to walk away. Kid, now we're talking. Is this another of your games, Matt? They're back doors into company records. One door leads to a weapons manufacturer, giving you discounts on weapon upgrades. Interesting. And the other one? An automotive parts distribution house. They'll discount work done on your cars. Pick one and I'll get you set up as a high priority client, I swear. Ich würde sagen, wir nehmen eher die Waffenverbesserung. Das war ein bisschen doof, weil ich habe jetzt schon meine Waffen so weit verbessert, dass ich eigentlich keine Probleme mehr habe, gegen jemanden zu kämpfen. Autotuning, ja, das ist halt nicht so teuer. Deswegen nehmen wir mal den Waffenrabatt. I really wish you'd reconsider, Maddie. These hands of mine were meant to rend bone, not hunt and peck on a keyboard. Well, if typing's the issue, I can recommend some good voice recognition software. I know the best... Shh. You stuck with me when I rose from Philippe's ashes like a phoenix. You and me, we've bonded. That's lovely, but I feel it's time for me to move on. To be honest, I'm a little scared of... well... dying. I do run a demanding workplace. Maddie, I appreciate how you shared your concerns. I mean, the way Viola and Kiki handled their departures made me just want to kill someone, you know? Oh, absolutely. Well, I've got a flight to catch, so... Maddie. Oh, God. Feel free to list me as a reference anytime. No, Deckers sterben. Den Cyberbuster kannst du im Waffenlager deines Symmetriers aufrüsten. Der Mockup-Anzug wurde dem Kletterschrank des Symmetriers hinzugefügt. In der Garage deines Symmetriers steht nun der Cyberpanzer zur Verfügung. 25% geringere Preise im Waffenladen durch Matt Millers Hacken. So. Schön. Neue Verbesserungen haben wir im Kampf. Ja, komm, Spezial. Alles schön und gut. Und Nahkampfmuskeln, ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Und Spezial 3. Ja, was haben wir sonst noch? Sprengwaffen für 6,5. Okay, da haben wir genau den gleichen Spaß noch einmal. Okay. Sehr schön. Lädt dann sofort nach. Erforderlich. Rang 43 Festungen, Bandanpassung. Ja, gut, haben wir ja alles jetzt soweit. Gut, das würde ich sagen. Was haben wir denn jetzt für Aufträge? Oh. Wir haben Shandy, Stillwater Blues. Und warum ist Angel denn jetzt an erster Stelle? Macht doch gar keinen Sinn. Naja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mit der Shandy weitermachen. Wir werden ihr mal ein bisschen, ja, zuhören, mit ihr Zeit verbringen und schauen, wie wir sie denn unterstützen können. Ja, ein sehr schwieriger Satz. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir es in der nächsten Folge wiedersehen werden.